Speicherung eine überschaubare Struktur zu geben, werde ich meine Auseinandersetzung in 5 Punkten abhandeln. Zuerst werde ich einen Überblick über bisherige Rezensionen geben. Danach werde ich die Handlung kurz zusammenfassen und versuchen, den Text literarisch einzuordnen. Drittens werde ich auf die Paratexte, wie zum Beispiel Cover, Klappentext oder Motto eingehen und einige erste Eindrücke schildern. Viertens möchte ich versuchen, Zeit. Warum 7 Nächte von Simon Strauss? Das Buch der nächsten Generation werden kann. Zitat: Schon wenn man dieses Buch in die Hand nimmt, spürt man, dass es für Furore sorgen wird. Es ist klein und kompakt und doch seltsam warmblütig. Endlich ist er da, der Roman,
Ausgangspunkt genommen wird.
Abseits führen können. Ich bin gefangen.
Intellektuellem Jargon. Dabei heraus kommt ein
Manifest für die junge Union Berlin-Wannsee. Schriftstellerisches Talent kann man dem Autor nicht versagen. Also no hate, Simon. Ob der Text den persönlichen Geschmack trifft, muss jeder für sich entscheiden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch gelesen habt und was ihr davon haltet. Habt ihr Wünsche, welche Bücher ich für euch in Zukunft besprechen soll? Welche ASMR-Trigger soll ich bei der nächsten Besprechung einbringen? Über einen Daumen nach.